Willkommen zu einer neuen Produktvorstellung. Heute zeige ich euch das Jabra EasyCall Bluetooth Headset vor. Ich habe es hier einmal vorliegen, noch in der Originalverpackung. Das packen wir jetzt gleich zusammen aus und dann schauen wir uns das Headset einmal genauer an. So, hier haben wir nochmal das im Lieferumfang enthaltene Zubehör. In der Originalverpackung. Das packen wir jetzt gleich zusammen aus. Hier habe ich einmal das Headset auch einmal aus der Verpackung entnommen. Hier seht ihr, der Ohrbügel, einer von den beiden Ohrbügeln ist bereits schon angebracht. Zusätzlich haben wir hier noch ein Gelkissen, welches dann entsprechend für den Halt im Ohr sorgt und das Headset selber. Ja, von der Größe her ist es angenehm. Es ist auch nicht so schwer, wie man vielleicht vermutet, aufgrund des Ohrbügels. Also wir haben hier ein Gewicht von nur 8 Gramm. Das ist natürlich schon sehr, sehr leicht. Gerade wichtig auch, wenn man es den ganzen Tag oder längere Zeit am Ohr hält. So, dann schauen wir uns mal den Verpackungsinhalt an, der sich in der Box befand. So, wir haben einmal die Sicherheitsbroschüren, die immer dabei liegen im Lieferumfang. Wir haben einmal die Kurzstarthilfe von Jabra selber in verschiedenen Sprachen. Auf jeden Fall lohnt sich da immer einen Blick direkt mal reinzuwerfen. Ganz nützliche Tipps stehen hier drin vom Hersteller. So, wie auch schon bei den anderen Headsets haben wir hier unterschiedliche Gelkissengrößen. Das ist auch wichtig, gerade aufgrund der unterschiedlichen Ohrgrößen, die vertreten sind. Also wir haben insgesamt 3 Gelkissen im Lieferumfang. In unterschiedlichen Größen. Eins davon befindet sich ja schon am Headset selber und 2 weitere stehen zur Verfügung. Wir haben einen zusätzlichen Ohrbügel, der auch entsprechend einmal angebracht am Headset im Lieferumfang enthalten ist und einer, der zusätzlich dabei ist. So, in der Ausstattung haben wir ein ganz normales Mikro, USB, Ladekabel zum Aufladen des Headsets und einmal die rote Registerbroschüre, um euer Produkt auf der Webseite registrieren zu können. Ja, das war's schon im Lieferumfang. Ist alles Wichtige dabei. Unterschiedliche Ohrbügel, 3 Gelkissen, eine Kurzanleitung und das Ladekabel. Ja, was gibt's sonst noch zum Headset zu sagen? Wie gesagt, um nochmal zum Headset zurückzukommen, wir haben hier ein Gewicht von 8 Gramm, das ist super leicht. Zu der Standby-Zeit bzw. Gesprächszeit gibt der Hersteller an, wir haben 6 Stunden Gesprächszeit, also bis zu 6 Stunden Gesprächszeit könnt ihr mit diesem Headset erreichen, je nachdem wie viel ihr telefoniert. Und die Standby-Zeit beträgt bei diesem Modell bis zu 8 Tage. Auf der Rückseite des Headsets befinden sich die beiden LEDs, ist jetzt ein bisschen unscharf hier, einmal für die Akkuanzeige und einmal für den Pairing-Modus, also die Bluetooth-Anzeige. Unterschiedliche Beschriftungen seht ihr auch noch am Headset. Wir haben zusätzlich die Volume-Up, Volume-Auf-Taste, also um die Lautstärke anzupassen. Wir haben äußerlich hier nochmal eine Taste, um das Gespräch anzunehmen. Und am einen Ende des Headsets, also am Ohrende zum Ohr hin, haben wir den Micro-USB-Ladeanschluss für das Kabel, um das Headset aufzuladen. Ja, zum Ohrbügel selber, wie gesagt, der ist flexibel. Den könnt ihr euch so hindrehen, wie ihr wollt. Und das Gelkissen kann natürlich auch einfach entfernt werden. Dann sieht das Headset halt so aus.
Ja, also es ist wirklich sehr, sehr klein und schnuckelig von der Größe her. Also sehr angenehm. Komplett in Schwarz gehalten, Java. Seht ihr als Schriftzug einmal am Headset. So, dann nochmal zu den Eckdaten. Ja, was vielleicht noch interessant ist, auf jeden Fall, also das Gerät, also das Headset, wenn das aktiviert ist, sagt euch natürlich per Sprachansagen an, wie voll der Akku ist, beziehungsweise wie der Verbindungsstatus ist. Das heißt, ob ihr mit dem BlackBerry oder mit eurem iPhone oder was auch immer aktiv verbunden seid. Also ob die Verbindung besteht, sodass ihr Calls über das Headset annehmen könnt. Was auch interessant ist, ist, dass die Empfangslautstärke bei eingehenden Calls aufgrund der Hintergrundgeräusche wirklich angepasst wird. Das heißt, umso mehr Störgeräusche im Hintergrund sind, umso lauter wird entsprechend auch die Lautstärke in dem Call selber. Das reguliert das Headset automatisch. Das ist also eine super Sache. Ja, ansonsten, das Headset werdet ihr ungefähr für 30 Euro am Markt bekommen. Ich werde euch da noch ein paar Links bereitstellen, um dass ihr euch entsprechend das Ganze anschauen könnt. Und auf MacBerry gibt es natürlich dann nochmal eine umfassende Review mit allen Fotos und Details. Ja, das war es eigentlich schon. Dann bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.